Hi, Uwe hier. Ich bin auf einer kleinen Lost Place Tour. Mal wieder. Ja, ich habe ja gemerkt, dass das Interesse erzeugt. Und darum habe ich mich wieder umgeschaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Viel Spaß. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber ich werde sehen. Bis später. So, hier sind schon die ersten Gebäude. Wahrscheinlich der Eingangsbereich, also Einlass. Natürlich steht überall Betreten verboten, aber ich bin ja vorsichtig und schaue trotzdem mal rein. Jo, also wieder ein Lost Place im Wald. Riesengelände. Könnte ein Schießplatz gewesen sein. Weiß ich nicht. Garagen ohne Ende. Also so eine große Kfz-Halle. Gut. Gehen wir mal weiter. Stand. Ich versuche jetzt noch so einen unterirdischen Bunker zu finden. Das soll laut Karte auch hier sein. Mal schauen. Also viele verstreut liegende Gebäude hier überall.
Bunker wäre natürlich auch schöner. Jetzt hier noch die Fahrzeughalle. Ah, da könnte es sein. Mal schauen. Ich meine Taschenlampe brauche. Ziemlich muffig hier unten. Alles voller Mücken oder Fliegen, was hier rumfliegt. Das war bloß ein Stein. Ein großer Raum. Wahrscheinlich die Belüftung gewesen hier. Oh, erstaunlich gut erhalten alles. Immer latscht man irgendwo rauf. Aber lässt sich nicht vermeiden. Schrank. Oh Gott, da geht's Treppen hoch. Hier geht's rein. Wahrscheinlich auch Technik drin gestanden. Aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Geht's jetzt hier hin? Kleiner Raum. Aha, da geht's bloß raus. Zeichen, dann weiß man ja, wem der Bunker hier zuletzt gehört hat. Ein alter Becher. Lüftung. Gut, ich glaube, das war's schon von dem Bunker hier. Ganz nett. Das war's Klo. Ein typisches Russenklo. Tja, das war's erstmal von dem Bunker, wie es aussieht. Dann schaue ich mich mal oben weiter um.
Bis dann. Hinten ist schon das nächste interessante Gebäude. Sieht von außen aus wie eine Blockhütte, wahrscheinlich nur Tarnung. Ja, das schaue ich mir auch noch an. Also hier ist wirklich sehr viel. Macht richtig Spaß. Man muss bloß aufpassen, wo man hintritt hier. Überall Löcher. Jede Menge Brennholz. Okay, weiter geht's. Das ist der größere Gebäude mit Schmier und Schornstein. Heizung oder irgendwas.
So, jetzt muss ich erstmal auf die Karte schauen, mich orientieren, wie groß das Gelände hier ist. Bis später. Also wirklich gigantisch hier die Anlage. Yeah.
So, ich bin also vor diesem großen Gebäude von 1973, wie man sieht. Schauen wir uns mal den richtig großen Raum an. Habe ich schon von der Seite gesehen. Irre groß. Muss wohl Theater oder Kino gewesen sein. Ja, geht hier schräg nach hinten hoch. Hier vorne die Leinwand wahrscheinlich. So, das war meine kleine Tour für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lost Place, ja, fängt langsam an zu kribbeln und ich mache noch mehr davon, aber es ist ja nicht so leicht, sowas zu finden. Vor allem, wo nicht so viele gerade rumrennen. Heute ist außerdem Feiertag, also ich habe Glück. Ich war ganz alleine hier auf dem Gelände. Ja, sicherlich, die Verbotsschilder schrecken manche ab, aber gut, muss jeder selber wissen. Ne? Mir ist nichts passiert, ich gehe jetzt zurück zum Auto. Nachher noch den Film schneiden und dann seht ihr den vielleicht morgen. Macht's gut, eure Uwe.